Am Mittwochmorgen um kurz vor 7 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Unfall auf der L723 in der Nähe von Burbach alarmiert. Eine junge Frau befuhr die Gambach vom Siegerland-Flughafen kommend talwärts in Richtung Burbach. In einem Kurvenbereich blockierten nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei die Räder und sie verlor die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Das Fahrzeug überschlug sich zweimal und kam letztendlich auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen. Nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort wurde die junge Frau in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die L723 voll gesperrt werden.